Ja, 11. Spieltag, Kreisliga Schaumburg. Und diesmal tippt und blickt voraus Felix Lück, TSV Hagenburg. Fangen wir mal an, weil eine Paarung ist schon am Sonnabend. SV Obernkirchen, TSV Krankenhagen. SV Obernkirchen, TSV Krankenhagen. Ja, also ich denke, es wurde schon oft genug gesagt, das will ich jetzt nicht wiederholen, dass sicherlich Obernkirchen sich die Saison ganz anders vorgestellt hat. Von daher, wenn die das intern schon mehrmals angesprochen haben, deswegen will ich da weiter gar nicht drüber sprechen. Ich denke, bei diesem Spiel ist meine Meinung, dass es viel der taktischen Ausrichtung von Krankenhagen angeht. Sie haben sehr viele interessante Ergebnisse schon erzielt. Sie haben hier bei uns defensiv sehr kompakt gestanden, haben wenig zugelassen. Dann gab es andere Spiele, wo sie versucht haben mitzuspielen, dann sind sie dann ins offene Verderben gerannt, sage ich mal. Also ich denke, bei dem Spiel wird es viel um die taktische Marschroute Krankenhagen ausgehen, aber am Ende denke ich, dass Obernkirchen sich da aufgrund der mehr individuellen Klasse durchsetzen wird und man muss jetzt langsam da unten rauskommen und das schafft man am einfachsten, wenn man die Heimspiele erstmal gewinnt, definitiv, die muss man gewinnen und am Ende wird Obernkirchen das Ding 3-1 gewinnen. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Sonntag. TSV Algesdorf 2, SV Viktoria Lauenau. Algesdorf ist mittlerweile auch bekannt. Lauenau, untere Ende vom Mittelfeld aktuell. Aber dennoch, ich denke, aus Sicht von Lauenau muss das ganz einfach ein Pflichtsieg sein. Ich denke auch, dass Lauenau da gewinnen wird. Wobei Algesdorf, wir hatten es ja schon einen Weg gesagt, zweite Mannschaft in der Kreisliga, die erste im Bezirk, das ist erstmal aller Ehren wert, das muss man ganz einfach so sagen. Und Algesdorf 2 hat in der Kreisliga überhaupt nichts zu verlieren und sie werden auch noch die eine oder andere Mannschaft ärgern, da bin ich überzeugt von. Lauenau hat dann, wenn sie offensiv alle Mann an Bord haben, auf jeden Fall dann die individuelle Klasse mehr als Algesdorf. Und am Ende wird sich Lauenau auch durchsetzen. Wobei, aus meiner Sicht wird es dann ein knappes Ergebnis. Ich sage 2-1 für Lauenau. Ja, ähnliche Konstellation. Das nächste Spiel ist der Auertal, Tusswürsfeld. Tusswürsfeld auch gegen den Abstieg. Auertal, wie immer in den vergangenen Jahren, ein bisschen als Favorit, Mitfavorit gehandelt und dann doch mehr oder weniger scheppernd fehlgestartet. Wie siehst du das? Auetal hat ja jetzt hier auch wirklich zwei gute Spiele abgeliefert, ne? Muss man auch einfach sagen. Da waren wir dann am Ende, wenn auch aus meiner Sicht der verdiente, aber auch glücklichere Sieger, keine Frage. Und da konnten sie einem schon ein bisschen leid tun, ne? Jetzt haben sie in Rehan auch ein gutes Spiel gemacht, wo Marco Gregor dann auch sagt, ja, wir belohnen uns so nach dem Motto nicht selber. Auetal ist eine gute Mannschaft. Die wollen auch Fußball spielen, das zahlt sie auch aus. Lüdersfeld hat letzte Woche natürlich einen ganz, ganz wichtigen Sieg gelandet zu Hause gegen Algesdorf. Ist auch eine unbequeme Mannschaft, das ist positiv, was da abläuft, mit sehr bescheidenen Mitteln. Schaffen sie es dann immer wieder noch den Klassenerhalt zu erringen. Aber in Auetal wären das aus meiner Sicht eben Bonuspunkte für Lüdersfeld. Von daher denke ich schon, dass Auetal sich am Ende durchsetzen wird. Und mein Tipp 3-1 für Auetal. Ja, dann das nächste. TuS Gemeinde Apelern gegen TuS Nierwörn. Nierwörn gehört ja nun zu der Mannschaft, die euch ganz arg geärgert haben. Das kann man so sagen. Überraschend hoch geärgert haben. Es haben viele für möglich gehalten, dass ihr da vielleicht einen Punkt lasst. Dass ihr unter Umständen sogar 2-3, 1-2 oder so verliert. Aber dass ihr da mit 5 verliert, das war dann doch, kam doch ein bisschen sehr überraschend. Jetzt in Apelern auch keine einfache Aufgabe. Interessantes Spiel, definitiv. Apelern haben wir schon gespielt. Wenn sie alle Mann an Bord haben, ist immer so eine Geschichte, aber es geht ja grundsätzlich für alle Mannschaften, sehr, sehr gute Individualisten am Ball. Unbequem zu spielen, niedern würden, ja, haben wir es jetzt am eigenen Leib erfahren, wobei da wir ganz klar die Schuld bei uns suchen müssen. Aber niedern würden so was wie im Moment so mit die Mannschaft der Stunde, die wirklich
gut gepunktet hat und wirklich auch mit einfachen Mitteln eben zum Ziel kommt. Und ja, wie gesagt, interessantes Spiel. Ich denke, am Ende wird Niedernwürden da knapp die Nase vorne haben und deswegen sage ich Apel der Niedernwürden 1-2. Jawohl. So, TSV Eintracht Exen und TSV Steinbergen. Das ist eher so typisches Mittelfeld, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Wobei ich sagen muss, Exen hat mich bei uns überzeugt. Muss ich sagen, kompakte Mannschaft. Haben auch einen sehr guten Ball gespielt. Haben sich auch im Vergleich zur letzten Saison noch stabilisiert. Steinbergen ist beim guten Tag, kann Steinbergen jeder Mannschaft wehtun. Definitiv, da haben sie auch Individualisten drin, die auch ein Spiel entscheiden können. Aber ich denke, am Ende Exen Heimspiel, das werden sie auch unbedingt gewinnen wollen. Und ich sehe da auch Exen vorne, 3-1 für Exen. Ja, dann haben wir noch den FC Hilversum gegen den neuen Tabellenführer MPV Rehren, AR. Ja, Rehren hat die Chance genutzt, wenn sie sich auch gegen Aurtal, um das mal platt zu formulieren, zeitweise echt einen abgebrochen haben. Ist halt immer schwierig, jetzt so, die ist es ja so der Rollentausch. Ne? Vorher war ich der Jäger, da kann ich immer noch sagen, gut, ne? Jetzt bin ich der Gejagte, jetzt muss ich damit klarkommen. Und Hilversum ist vor allen Dingen dann auch unter Berücksichtigung des Platzes mit Sicherheit kein Gegner, wo du mal einfach so hinfährst und die Punkte mitnimmst. Definitiv nicht. Hilversum gerade zu Hause, sehr, sehr unangenehmer Gegner, die das zu Hause sehr, sehr gut machen, sehr, sehr effektiv spielen für die Möglichkeiten, die sich ergeben. Ja, und Rehren, Hut ab, keine Frage, muss man neidlos anerkennen, dass sie eine absolut klasse Serie spielen im Moment. Dennoch denke ich, dass es schwierig wird in Hilversum. Ja, da müssen sie schon an ihre Grenzen gehen und Hilversum nochmal zu Hause halt immer für eine Überraschung gut. Und von daher denke ich, könnte auf ein Unentschieden hinauslaufen, 2-2. Ja, da bleibt nur noch ein Spiel offen. Das ist euer Spiel gegen die FSG Pollhagen Nordseelauernagel. Wobei ich immer noch sage, gut ab, was Marcel Fritsche da gemacht hat, mit den Mitteln, mit dem vorhandenen, nach dem Weggang der Stürmer, haben sie eine sehr gute Serie hingelegt, haben auch nicht viele Punkte, die am Ende vielleicht den Ausschlag geben. Jetzt haben sich dadurch Ruhe verschafft innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins, nicht gleich am unteren Ende, sondern relativ weit oben. Das ist aber jetzt nicht alles dem Zufall geschuldet, sage ich mal, sondern das ist schon geschuldet der Tatsache, dass die Mannschaft durchaus gut spielen kann. An einem sehr guten Tag auch euch vielleicht gefährlich werden. Definitiv, also ich schlage da in die gleiche Kerbe, wie du es eben gesagt hast. Viele sagen ja, Pollhagen überraschen, dass sie so weit oben stehen oder mit oben stehen oder beziehungsweise am Anfang auch eine klasse Serie zu Null hingelegt haben. Für mich muss ich sagen, ich sage das Gegenteil, für mich kommt es nicht überraschend, aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben Leistungsträger abgegeben, das heißt im Umkehrschluss aber auch, die vorhandenen Jungs müssen noch mehr mit in die Bresche springen und das kann halt auch ein positiven Effekt auslösen. Also das heißt, sie hätten mehr Platz, sich selbst zu entwickeln. Richtig, genau. Sie können die Verantwortung nicht weiterschieben, sondern jeder muss mehr Verantwortung übernehmen, wenn die Platzhirschen, die Eckpfeiler gewechselt sind. Das ist Fakt, definitiv. Aber aus meiner Sicht halt nicht überraschend, dass Pollhagen so eine gute Serie hingelegt hat. Und ja, gute Mannschaft, keine Frage. Bei uns ist es ganz einfach so, dass wir die letzten zwei Spiele gebüßt haben. Es bringt halt nichts, wenn du immer, sag ich mal, 70% Ballbesitz hast, das Spiel bestimmst. Du musst aber eben halt auch bereit sein, den Kampf anzunehmen. Und wenn du einen Meter weniger machst als der Gegner, unterm Strich wird es dann nicht reichen. Ne? Dafür haben wir jetzt zweimal eingebüßt. Aber die Jungs, ich gehe davon aus, sie haben davon gelernt. Und von daher, wir haben Heimspiel, das wollen wir unbedingt gewinnen. Und ja, wie es am Ende ausgeht, wage ich keinen Tipp, weil 3 Punkte sind das, was wir einfahren wollen. Und das Ergebnis unterm Strich ist mir egal. Hauptsache, die 3 Punkte bleiben hier in Hagenburg. Das ist zumindest ein Wort. Ich denke, wird schwierig werden.
kann mir aber auch vorstellen, dass die Rolle des Jägers vielleicht wieder dazu führt, dass die Mannschaft auch wieder versteht, dass sie den Kampf annehmen muss. Solange ich immer vorne weggehe und mir eigentlich jeder sagt, euch kann keiner gefährlich werden, dann... Ja, das ist, denke ich, mal ein entscheidender Faktor. Auch klar. Ja, passiert die haben das halt. Eine bravouröse Serie hingelegt, ne? Ja, mit natürlich. 9 Siegen am Stück inklusive Pokal, den Titelverteidiger, amtierenden Titelverteidiger rausgekegelt. Und ja, in den letzten 2 Spielen haben wir eben einen Schritt zu wenig gemacht. Ja. Ne? Dafür haben wir eingebüßt. Aber die Jungs werden daraus gelernt haben und von daher, wie gesagt, Tipp, wir werden das Spiel gewinnen und Ergebnis unterm Strich ist mir egal, ob es auch die Punkte bei mir. Alles klar. Felix, ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Dankeschön. Und bedanke mich. Danke auch. Gut. Ja.